Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Garen Metatron mit einem weiteren Video zu World of Warcraft. Und heute bewegen wir uns mal ein bisschen durch Azuna durch, machen dort ein paar Nebenquests, aber auch relativ wichtige Quests, weil wir müssen hier den Ruf hochbekommen. Dann bekommen wir nämlich eine Schatzkarte von Azuna und dort sind dann alle Schätze auf der Karte zu sehen oder eher gesagt auf der Minimap zu sehen, die hier so in Azuna versteckt sind. Und dafür müssen wir hier erstmal in diesem See oder an diesem See Mobs erledigen. Und ihr seht schon, dieser See ist über die Ufer getreten, die Ruinen da hinten sind alle ein bisschen was unter Wasser und auch diese Ruinen sind dafür wichtig. So, jetzt haben wir hier einfach mal einen Mob gekillt und kriegen 100 Artefaktmacht, also das hat sich doch auch schon mal gelohnt, so muss das sein. Und darum macht es auch immer Sinn, so ein paar Sternchen-Mobs zu töten, also diese Named, und danach auch ein bisschen Ausschau zu halten. Das hier war gerade aber ein Glücksgriff, weil das war noch nicht mal so Named, also von daher kann das auch mal passieren, wenn ihr einfach nur mal Glück habt. Gut, jetzt müssen wir also hier ein paar Sachen erledigen, und zwar sollen wir hier, ihr seht's, diese Eier sammeln. Okay, und da haben wir wieder eins. Davon müssen wir ein paar sammeln. Wir machen jetzt natürlich nicht alle auf einmal. Und hier sind dann auch noch natürlich die Bewacher der Eier, die Eltern. So, die sind aber auch wichtig fürs Kochen, weil die droppen auch Wildeier, Wildvogelei. Und damit kann man seinen Kochskill hochleveln. Also von daher, hier ist ein guter Punkt, um diese Eier zu bekommen, diese Wildvogeleier. Ja, hier drin wird wohl ein Sternmob spawnen, der ist wohl gerade nicht hier. Also erledigen wir hier weiter die Quest für die Arkan gesättigten Eier. So, 3 von 6 sollen wir davon erledigen. Und jetzt sehen wir auch schon auf der Minimap, da leuchten auf jeden Fall die Markierungen, auch für die Alchemie. Und jetzt auch hier in der Höhle. Das, was gerade nicht da war, ist jetzt da. Hier haben wir es. Also kein Sternchenmob, sondern Gangamechs. Ja, Höhle ist jetzt hier. Und den sollen wir auch für eine Quest erledigen. Und das sind alles Quests, die uns Ruf bringen nachher hier bei einer Fraktion in der Gegend. Den Ruf gucken wir uns gleich auch nochmal genauer an und was es dort für Ruf-Items gibt. Aber zuerst mal müssen wir hier ein bisschen was aufräumen. Und ihr seht schon diese... ja, Ausrufezeichen Mobs, diese Quest Mobs, die sind ein bisschen was stärker und oh, der hat sogar noch ein paar Murlocs dabei. Jetzt muss ich hier alles rauspfeffern, was ich habe, damit wir hier auch locker flockig gegen den bestehen. Oh, im Moment sieht es ganz gut aus. Jetzt habe ich hier schon wieder so ein Seichtwasserreiher. Oh, wunderbar. Und da haben wir das Auge und das sieht doch super aus. Jetzt noch ein paar Eier, die mache ich jetzt ohne euch. Und dann gehen wir wieder ein wenig durch das Hochland hier, über dem See. Ihr seht, wie schön das Gebiet von Azuna aussieht. Wenn ihr nachts hier rumlauft, ist das jetzt nicht ganz so toll. Aber ihr seht auch hier ganz kurz an dem See, an dem Punkt, wo ich jetzt hier gerade bin, ist auch noch so ein kleiner Quest-Hub. Den habe ich erstmal übersehen gehabt. Wir sind alles, und falls ihr den auch übersehen habt, seht ihr das jetzt nochmal hier, wo ihr hin müsst. Da gibt es nämlich nochmal der Teufelsfeuer-Vorstoß und da sollen wir uns mit Ted Shoemaker treffen. Was das für ein Vorstoß ist, das werden wir dann sehen. Oh, vor uns ist auch wieder ein Sternchen-Mob. Da müssen wir natürlich auch hin. Die gibt es hier ziemlich viel. So, und da haben wir Vermisster der Mond. Sucht nach Daklop in Azuna. Ja, wer Daklop ist, wo der ist, das werden wir uns dann auch nochmal genauer hier zu Gemüte führen. Damit haben wir wieder 2 neue Quests. Hier auf der Minimap habt ihr jetzt nochmal gesehen, wo die sind. Und da haben wir auch wieder einen dieser Sternchen-Mob. Ziemlich, ja, unspektakulär. Aber der gibt natürlich immer Artefaktmacht. Oh, da habe ich aber Probleme mit dem Wort Artefaktmacht. Genau. Und der gibt auch Items, also meistens geben die Items, von daher macht es immer Sinn, die mal anzugreifen. Und jetzt haben wir hier Tornados und Pferde, die uns mit angreifen. Jetzt haben wir ganz schön wieder Stress, aber das kriegen wir auch hin. 3 Mobs ist ja eigentlich gar nichts.
mit dem Frostmagier kann man ja einiges einfrieren und ja, verlangsamen. Und dann haben wir auch noch hier sehr schön diese Sternschnuppen, natürlich diese Eisbrocken, die hier vom Boden fallen. Also haben hier sehr schön einiges an Damage, an Area und an Verlangsamen und Zaubern. So, jetzt nochmal Hagel drauf und dann nochmal den Gletscherstachel. Dann müsste er eigentlich erledigt sein. Er hat noch nicht ganz gereicht. Ja, jawohl, jetzt haben wir ihn. Und was haben wir hier? Leyblut. Ordensressourcen, genau, die hatte ich eben noch vergessen. Diesmal war gar kein Item drin. Das Leyblut, naja gut, ist halt Handwerksmaterial, was relativ interessant ist für manche Berufe. Und nun geht's weiter. Ich hätte jetzt echt noch mit einem Item gerechnet. Jetzt gehen wir zu dem Punkt, wo die Ruffraktion steht. Dort bekommen wir also auch die Schatzkarte für Asuna. Und dafür müssen wir hier durch diese versunkenen Gärten ein wenig durchreiten. Ist aber nicht mehr weit. Dürfen wir fast schon haben. Alles wird hier von Naga angegriffen und da sind dann irgendwelche Geister übrig geblieben und diese Geister sind die Fraktion. So, hier sind auch wieder Items für das Handwerk, für Alchemie. Und da haben wir es. 3 Quests abgeschlossen, ja. Bis auf die Knochen. Und es gibt ein schönes neues Item. Was bekommen wir denn da? Da bekommen wir entweder Gamaschen. Ja, der Prinz sieht euch eindringlich in die Augen. Bleibt bei mir, Magier. Ich werde euch helfen, den Gezeitenstein zu finden. Das ist der wichtige Stein. Das ist also derjenige, der hier die Säule darstellt in diesem Gebiet. Wir müssen ja 5 Säulen besorgen, um Legion zurückzuschlagen. So, auf der Spur des Gezeitensteins. Ihr habt gerade gesehen, mein Item hat sich automatisch ein bisschen hochgestuft auf blau. War vorher grün. Gucken wir uns gleich auch nochmal kurz an. Und begleitet Prinz Farodis. Auf ein Wiedersehen. Noch nicht. Erstmal geben wir noch die anderen Nur Sachen ab. Euch werde ich eine Lösung und finden. Es gab ja auch Ruf 165. Das ist auch wichtig, damit wir gleich mal die Items tauschen können hier bei dem Rufhändler. Aber erstmal hier ein ziemlich langer Spaziergang. Das ist der Herr, den wir im letzten Let's Play im Wasser gerettet haben. Aldrit, ihr habt euch doch nicht mit dem Dienstmädchen getroffen, oder? Was? Nein, natürlich nicht. Ich habe eine andere Dame beehrt. Okay. Naja. Ich dachte, jetzt kommt was Lustiges. War wohl nichts. Ich bin ganz Ohr. Und Flaschenpost. Die haben wir am Strand gefunden. Oder in irgendeinem Mob. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, am Strand lag die rum. Und damit haben wir auch schon wieder Farondis Hofstaat um 11 Ruf verbessert. Und jetzt gibt es infiltriert die Schiffsbruch-Arena. Also da müssen wir uns dann in die Arena begeben. Dort gehen wir auch demnächst mal hin. Die Riesen befinden sich im Südosten. Es gibt mehrere Wege in ihre Arena. Viel Glück. Ja, das hier ist jetzt die Alchemie-Quest. Die kriegen wir in Dalaran. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine Belohnung, die was mit Alchemie zu tun hat. Und da gibt es ein Rezept. Farona-Sprudel. Oder war es? Ne, das war es fürs Kochen. Sorry, jetzt habe ich mich vertan. Oder Moment. Ne, das war's fürs Kochen. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt hier mit Oliven und Wildvogeleiern, wovon ich eben gesprochen habe, jetzt die tolle Sprudel machen. Und da kommt auch der Kochkunstlehrer gerade an. Das ist doch auch toll. Jetzt geben wir erstmal hier noch das Auge trinkt mit ab. Wir kriegen immer mehr Ruf. Ihr seht es unten, 165 schon wieder mehr hier. Und jetzt geben wir die noch ab. Mögen euch die Sterne leiden. Und wir haben die nächste Rufstufe. Wohl bekommt's. Oh oh. Er ist explodiert. Ich bin frei. Weg ist er. Okay. Das war jetzt also eine nette kleine Handwerksquest. Bitte schaut euch meine Waren. Und hier gibt's auch schon die Folgequest. Zu viele Köche. Seid gegrüßt. Mein Name ist Nomi. Ich habe gerade das Rezept bemerkt, das ihr aufgehoben habt. Und jetzt sollen wir ihn in Dalaran finden. Jo, das ist doch mal ganz interessant. Mit ihm sollen wir zusammenarbeiten und kriegen dann gedörrte Makrelenstreifen. Also müssen wir nach Dalaran. Da geht die Kochquest weiter. Das war also jetzt mal so ein kleiner Ausblick auf die Kochquest noch. Besucht mich in Dalaran, genau. Und
weg ist er. So, jetzt aber der... So, Moment, hier noch das Rezept. So, und jetzt der Händler. Was hat der Händler denn so dabei? Ist ja auch mal ganz interessant. Wir machen hier gerade noch ein paar Tränke, damit wir Alchemie ein bisschen hochgeskillt bekommen. Die ganzen uralten Heiltränke. Die anderen Tränke können wir nur in Dalaran machen, weil wir dort einen dalaranischen Alchemietisch brauchen. Das ist ein bisschen schade, aber ihr seht ja, wie viele Tränke ich hier habe. Umso besser wir die Tränke können, also wenn wir mehr Sternchen können, dann können wir natürlich die auch im Freien machen, ohne dass wir diesen Tisch brauchen. Okay, jetzt haben wir aber alles uns mal ganz kurz angeschaut, vor allen Dingen hier, dass das hier alles alte Sachen sind. Wir reden ja jetzt wirklich nur noch hier von diesen aus Dalaran oder von Legion, ist das ja eher. Und hier haben wir die Kochkunstrezepte. Das, was ich euch gerade eben gezeigt habe, diese Farona-Sprudel, die Eier haben wir, aber die beiden Zutaten kriegen wir in Dalaran selber. So, und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt die Schatzkarte Asuna. Wir sind zwar gerade im Ruf hier gestiegen, aber freundlich reicht nicht. Die erste Rufstufe war zwar ganz nett von diesem Hofstaat, aber wir brauchen eine Rufstufe mehr, damit wir die Schatzkarte bekommen können. Und dafür machen wir natürlich hier noch die Quests, die wir eben noch hier bekommen haben. Nämlich zum Beispiel eskortiert Prinz Farondis, der hier gerade steht. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal sofort damit an. Finden wir mal den Gezeitenstein. Vertraut niemandem blind. Vor allem, ich breche jetzt auf, Nachtwächter. Ich bezweifle, dass man mich vermissen wird. Bleibt dicht an meiner Seite, Champion. Wie lange steht diese Straße bereits unter Wasser? Die Landschaftsgärten. Ich kann das nicht ohne euch. Bleibt bei mir! Der führt uns jetzt also zum Hauptquestpunkt, damit wir diesen Gezeitenstein bekommen. Ja, und erzählt zwischendurch was. Da bin ich doch mal ein paar Sekunden mal ruhig. Wie dreist von euch, einfach hier aufzutauchen. Es tut mir leid. Gebt acht! Ich habe kein Ziel. Ich kann das nicht ohne euch. Bleibt bei mir! Feigling. Das habt ihr uns angetan, Farondis. Ich tat nur, was ich für richtig hielt. Ja, Vorsicht! Ich kann das nicht ohne euch. Bleibt bei mir! Wo seid ihr? Faldres, mein getreuer Hauptmann. Halt! Ihr dürft nicht wieder nach Nachtalas hinein. Nicht nach den letzten Vorkommnissen. Ich flehe um Vergebung, Faldres. Ihr habt unsere Heimat geschändet und uns den befreienden Tod verwehrt. 10.000 Jahre Verdammnis für 10.000 Elfen, nur wegen eurer törichten Allianzen und Intrigen. Wie kann ich meine Schuld begleichen? Es gibt nichts mehr, was ihr tun könnt, Prinz. Es ist unser Fluch, die Ewigkeit als Geister zu verbringen. Also, der Prinz hat Verbrechen vergangen und muss deshalb die ganze Zeit sühnen und sein ganzes Volk. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wir wollen natürlich jetzt hier helfen und die Gezeitenherren der Hassnattern erledigen. Dort gibt es dann 709er Item. Atissa heißt die. Und dafür müssen wir jetzt einfach hier mal in die Ruinen rein. Dort oben sehen wir auch schon wieder ein Sternchen-Mob. Das
wollen wir natürlich mal genauer untersuchen. Oh, unten gibt es auch noch zwei Quests hier in dem Bereich. Das ist ja das Gute immer an diesen Gebietsquests. Die sind meistens nicht alleinstehend. Da sind meistens noch ein paar Quests dabei. Ihr habt eure Befehle. Findet den Gezeitenstein und bringt ihn zurück zu Königin Ashara. Diese Kreaturen kennen nicht seine wahre Macht. Der Gezeitenstein gehört Ashara. Der Strahlenden, dem Licht der Tiefe. Durchkämmt die Sande. Nehmt die Ruinen auseinander. Tötet jeden, der sich euch in den Weg stellt. Findet den Gezeitenstein. Mann, oh Mann, ist die dramatisch. Eure Königin verlangt es. Und so soll es geschehen. Also die wollen definitiv den Stein, genau wie wir. Das müssen wir natürlich verhindern. Aber zuerst mal hier jetzt Hauptmann Voloren. Wieder ein Sternchen-Mob, wieder Ordensressourcen. Ich brauche davon so viele. Ich habe irgendwie so viele Missionen auf dem Weg, dass ich nie Ordensressourcen habe. Ich kann auch nicht mal mehr meine Ordenshalle umskillen. Da kann man ja so verschiedene Verbesserungen kaufen. Aber ich brauche jetzt irgendwie 2000 Ressourcen und ich bin immer so bei 20, 30. Also irgendwie komme ich bei den Ressourcen nicht hinterher. So, aber da haben wir mal wieder 70 gefunden. Das ist doch gar nicht so übel. Und da unten gibt es neue Quests. Oh, was ist das für ein Dicker? Schläger der Naga. Der ist irgendwie hinter einem hinterher. Ich glaube, da helfe ich einfach mal. So viel wird er ja jetzt nicht aushalten. Aber ihr seht, ich bin so noch im ersten Gebiet jetzt von Legion, von den verheerten Inseln. Ist alles noch Level 100. Ist ja so angepasst auf euer Level. Von daher dürftet ihr da relativ gut durch diese Gebiete durchkommen. Manchmal braucht ihr vielleicht einen Diener. Oder ihr nehmt einen Champion von den Missionen mit. Den kann man ja für 50 Ordensressourcen mit in die Gegend nehmen. Damit ihr mehr Schlagkraft habt. Weil, ja, die Mobs werden doch manchmal bei den Sternmobs und bei den Gruppenmobs ein bisschen schwieriger. Und wenn man dann nicht so voll geskillt ist und auch nur so nebenbei mal spielt, dann ist es, glaube ich, besser, wenn man sich so ein Champion mal mitnimmt aus der Ordenshalle. Und hier haben wir jetzt noch zwei weitere Quests. So, Hellsicht ist besser als Nachsicht. Besorgt 3 Glyphen der Hassnattern. Okay, dann müssen wir wohl irgendwelche Hassnattern erledigen. So, und dann hier Kalista Sternland sucht nach 3 uralten Folianten der Hochgeborenen. Da sollen wir jetzt also Bücher suchen. Das kriegen wir wohl auch hin. Bis jetzt sieht das alles nicht so schwierig aus, was wir hier machen müssen. Und da ist schon der nächste Stern. Also hier gibt es noch einen Named Mob, der nochmal Ordensressourcen gibt und so weiter. Müssen wir natürlich alles finden hier. Und natürlich auch noch die Bereichsquest. Also die wird hier auch noch abgeschlossen und die gibt auch nochmal Ressourcen. Und das mache ich natürlich nicht alles mit euch. Ich zeige euch jetzt hier nur so einen kleinen Part von dem ganzen Bereich und im nächsten Let's Play sehen wir dann auch mal das Ende hiervon, was man so alles hier erledigen kann und muss. Jo, ist auf jeden Fall einiges zu tun, aber wir brauchen ja auch das Ganze an Ruf bei der Ruffraktion. Wir wollen ja schließlich die Karte von Asuna kaufen. Die Schatzkarte. Okay. 3 Quests liegen noch vor uns. Den Folianten finden, 3 Stück. Atissa besiegen. Uiuiui, hier haben wir noch ein bisschen was zu tun. Erstmal gehen wir noch ein bisschen weiter rein, was hier noch so ist. Darklop in Asuna, der ist ganz woanders. Den machen wir jetzt nicht hier. Ich muss mal ein bisschen aufräumen. Ah ja, hier sehen wir es. 37% habe ich schon geschafft. Die Sternchen-Mobs geben mir auch immer relativ viel von diesen Prozentzahlen. Und da vorne soll irgendwo eine Glyphe sein. Oh, was ist das für ein Gerät? Harpurnier, der Hassnatter. Aber greifen wir einfach mal an. Sieht auf jeden Fall irgendwie beeindruckend aus. Mal gucken, wie gut wir dagegen ankommen. Oder auch nicht. Ist ja die Frage, ne? Vielleicht. Ja, doch. Sieht super aus. Das ist kein Problem. Jawohl. Schon kaputt. Und das gab auch wieder ein paar Prozent. Da haben wir wieder einen, den wir retten sollen. Gab auch wieder Prozente. Also, es geht schon relativ schnell, die Bereiche zu machen. Ja, man macht die Quest da drin. Macht nochmal 3, 4 Nebenmobs.
klickt nochmal 4-5 leuchtende Sachen an und dann ist das eigentlich schon erledigt. So, hier hätte jetzt was drin sein können, war es aber nicht. Glücktick der Hassnattern. Nee, nichts gefunden. Ja, wie gesagt, das suche ich jetzt ohne euch im nächsten Let's Play. Sehen wir dann mal hier, wie wir den Gezeitenstein bekommen, wie wir den Nametier erledigen und was hier noch so in diesen überfluteten Ruinen ist. Dann macht's mal gut, bis demnächst. Bye, bye.